Moi, il y a une dame, elle est tout basse en taille. Tout un collège qui m'a le projet aufgestellt, ein Website, wo da englische Poesie published von Ejalo, von anderen Leuten. Zieh mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du studierst? Also, mein Studium, das war so, ich war am Anfang zu Wien geholt für Psycho, weil bei Psycho das hat mich auch interessiert. Und da hatte ich Komplikationen und ich decidiert, heute zu bleiben. Und in der Zeit habe ich enorm viel geschrieben. Ich hatte wirklich viel, also hunderte Seiten einfach just für. Eine Passion ist immer mehr gehen und ich dachte, vielleicht kann ich schlecht Englisch studieren, weil es gefällt mir, wenn ich ein bisschen gelöst habe. Und dann habe ich mich auf der Uni Alu gemeldet, weil mein Papa doch gesagt hat, du kannst lieber hier bleiben, weil sonst gehst du 3 Jahre in Deutschland für dich als nächstes. Ich dachte, okay, das ist okay, ich bleibe hier. Dann habe ich meinen Bachelor hier gemacht und drei Jahre habe ich meinen Bachelor gemacht. Und dann bin ich nur am Master und zweit am letzten Jahr zu Leiden für auch Englisch. Und punkto Website, das war komisch. Ich hatte einen Kollegen mit dem Nikola Kalmes, der hat eine Website mit einem Kollegen gemacht. Ich war doch Lützebäuer Schriftsteller und Leute, die immer gerne schreiben. Und die Golf dann irgendwann aufgesetzt. Ich meine, keine Leute wollten wirklich mehr da etwas machen. Und die war auch nie für mich überhaupt etwas zu publizieren oder so. Ich habe immer nicht mehr für mich geschrieben. Immer, just jahrelang. Auch, für mich hat es zu dem Moment 2 bis 3 Jahre gebraucht. Und da hatte ich dann ein Interview gegeben mit Nikola für seine Website. Das war auch, ich habe mich gefreut, ob ich den Lasten kenne. Ich dachte, das ist ein großer Arbeit. Ja. Und dann ist irgendwann die Idee gekommen, ich dachte, wir haben keine Urlaubsstelle für Leute, die wollen irgendwie, dass ich mir bewusst, dass Poesie ein Nischding ist. Mhm. Und das ist auch okay, ich finde doch gerne, dass es so ist. Aber es sollte aber immer eine Möglichkeit geben, irgendwo eine Urlaubsstelle zu finden. Es gibt Black Fountain Press natürlich, die seit Jahren, Shoutout an Tomis, die seit Jahren da viel machen. Aber ich finde nicht, fand, dass irgendwie, ob es die Jugend geht, dann ist es okay. Und ich die Idee, dass das löse abkommt, also soll ich da lang machen, ich weiß es nicht. Da hatte ich jetzt mit einem Kollegen, der hat gesagt, wie wert, wenn du nicht für dich selber publizierst, sondern für andere Leute, die vielleicht ähnliche Ideen haben oder Konzepte haben, aber sie nicht wissen, wie sie wir das fassen. Und ich gesagt, das die Idee ohne Chef und Influence von so, das ist auch vielleicht besser Poesie. Es sind Leute, die sagen, ich will gerne jedenfalls Konzepte und ich habe den Kopf. Aber vielleicht wollen sie irgendwo lesen, und wenn man infizieren kann, kann ich auch nicht mal eins gehen oder ich gesehen habe, was dran. Wie auch immer. Aber dann habe ich den Flame kennengelernt. Dann ist nicht wirklich Flame, die Übersetzung meiner Nummer ist ein bisschen einfach. Und am Anfang konnte man es nicht leiden, das ist wirklich wie Salz und Pfeffer, Martin. Das ist die Filme abgedreht, dann sind wir. Ja, dunkel. Aber ich bin da lange genug genervt, ich habe eine Sache gelesen, eine Menge Sachen gelesen. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn eine Person geht, mit der ich wirklich etwas kennt, vier Stunden zu machen, dann wäre doch hin. Und ich fand mehr. Ich habe gesagt, okay, dann los mit Lutz weit genannt, weil in Nordkret lief Lützeburg, Lutz war. Ne? Und dann weiter auf Englisch, also habe ich gedacht, okay, gut klappt. Dann habe ich gedacht, was ich mache mit das. Und das war du. Das sind nur zwei Jahre hier in Englisch, ja. Zwei, vielleicht drei schon. Und du schreibst alle zwei aktiv zum Blog dabei, weil der Deal doch einer Leute, ne? Und wie sie so ist. Ganz kurz Konzept von zurück zu der Community gehen, also dass Leute, die nicht wissen, wohin von Leuten jetzt gelehrt und Tipps und Tricks kriegen, dass sie selber kennen. Aber nur noch der Vierteil, dass man vielleicht schon ein Diplom in der Sprache und natürlich durch einen gewissen einer Finesse, das ist das. Für was klingt der Scheiß, wo ist denn Silber schon gezählt oder guck vielleicht ein bisschen oder Stilist ist so andere, so Urlaubsstelle, für das Leute ein bisschen gucken, was kann ich machen, für das war ich schon, vielleicht ein bisschen zu adaptieren oder zu lehren, vielleicht habe ich das schon so besseres, mehr also refined draus machen. Und dafür haben wir auch persönliche Sachen, die man schreiben, wir noch Sachen haben, wo man keine Lust hat, einfach anonym. Und wir lehnen auch viel Wert dann zum Beispiel mit so theoretischen Sachen noch. Weil der Flame studiert auch mehr. Und ich erinnere so kleine Streberstelle dazu, Linguistik, Grammar, also so. Das heißt, da haben wir dann noch mehr theoretische Sachen. Zum Beispiel, wenn du vielleicht Sonett wird schreiben, guck dir die Sachen an, vielleicht ist das. Vielleicht hast du eine Idee, die geht besser bei so einem Sort passen. Und einfach die Möglichkeit, die Leute abzuweisen, was es gibt. Und sich selber auch anzuhören, an von uns. Das heißt, das ist so ein bisschen alles. Das ist nicht just, ich will keine Zeit, wo ich da 100 Mal irgendwie etwas posten, das ist so, keine Ahnung.
oder heen. Of jij wil je best meer zo interactief en best in alles doen, ja. Maar dat is kei vaste plan. Heinz, heen is in de examenzeit, is in de examenzeit. Meer moest je plunderen en dan kun je de ganze Covid doen. Dat is je ik moest alweer iets maken. Dat is immer juist feeling. Also, van ik los van iets maken, manage het. Dat is ook niet dat ik die programma die dat je immer mega pushen wil alle Wochen. Dat is een passion project en die daar zorgt dat. Ich rede ein bisschen eben, das ist nicht so, wie möchte der Film. Mhm. Wie hast du denn Feedback, wenn du so gut läuft von deiner Jugendkultur hier, vielleicht sogar im Ausland an den Unien, wo du jeweils studiert? Hast du viel Interaktion, viel Aufruf für das, was dir. Wie gesagt, ich meine, Poesie ist auch nicht ein mega Banger, beziehungsweise das ist eine komische Position, gebe ich so. Weil es gibt nur mehr Poesie gelesen wie je zuvor, mehr denn Problem. Als dass die accessible Poesie, das hat viel, dass du, while ich war ein cool Quote für, keine Ahnung, ich mich halb plagig zu präsentieren, aber ein bisschen deep muss rüberkommen, weißt du? Und dann siehst du, okay, da kriegst du so ein Buch und du lese, dann, ich finde, viele sind nicht Target Audience, weißt du, so, dass das auch ab, ich mir denke, okay, ich sind nicht ein 14er Mädchen wahrscheinlich, dass du, Truppi Kaur, no hate, muss lesen oder mich irgendwann da identifizieren. Tisch, das war so, es geht viel mehr gelesen, das ist viel mehr Interesse da, aber wenn du da den Produkt auch guckst, also, das ist nicht für mich, so, für das Leben zu haben. Das ist nicht für mich, und da sind noch definitiv Sachen dran, die ihre Wert tun und ihre Berechtigung, und ich bin immer froh, dass so Leute Bestseller schreiben. Wer hat gedacht, dass die Poesie Bestseller wird? Nie. Aber ich war so, hey, es gibt aber auch andere Sachen, es gibt auch so Sonetten, es gibt auch andere Sachen, die auch eigentlich mal räumen, weil das ja, I fell for you like the leaves in autumn. Right, come on, Alan, von Schrift. Also, no, verstehst du, was ich meine? Und du denkst auch, dass Leute bei einer Interesse und die vielleicht du angefangen hat, an den Urlaubsstelle brauchen. Was für puncto Feedback, das ist so, ein Problem ist, weil ich selber habe schon keine Werbung gemacht, Münzweb, also eine kleine Facebook-Seite, wo man dann denke, mir kein Paid Ads, ich spamme kein voll oder so. Ich fand, weil das ein Passion-Projekt ist, sind die Leute, die es fangen und dann interagieren, die sind immer top. Nur noch eine kleine Fanbase dazu, so, die dann immer kommentiert, Sachen rausschickt, Fragen stellt oder so. Da, ja, es sind 300 bis 400 Leute. Ich bin wirklich zufrieden, wenn der 20 und der 20, das mehr wirklich lange geht. Ich meine nicht für irgendwo etwas zu machen. Wirklich, das war niemand hier. Es werden noch nicht sehen. Kann sein, dass man vielleicht der Framer nicht sagt, hey, wenn wir etwas compilen, zusammen etwas rausbringen, weil das ist besser, wenn verschiedene Kollegen mehr sind publiziert, weißt du? Und mein Bruder ist sie publiziert. Ich muss vielleicht auch ein Gaps machen. Dafür, ja. Klar, nee, da fand ich ganz gut, dass ihr dazu hart für die Leute wirklich daran interessiert sind. Dass er du keinem auf Nerven geht. Das ist auch vielleicht blöd, ich, ja. Das ist auch vielleicht blöd von mir, weißt du, weil ich sitze dann hier und ich schwätze über Lützeburger Kultur, weißt du, und das ist nicht mehr, ich bin nicht so in der Schule, ich weiß nicht, was mein Problem ist mit der Werbung, aber dann denke ich mir so, keine Ahnung, ich bin, ein Kollege von mir postet ein Lied, ich reposte das echt, damit sie so, hey Jungs, ich habe es geschrieben, geht gucken. Ich weiß nicht, für was, aber, ja, ich, keine Ahnung. Aber so, ah ja, das ist ein gefreut Punkt, Ausland-Feedback. Wieso, wenn es nicht ein großes Werk hat, ich könnte viel Mathe, ich meine, ich nicht für mein Insta-Bio stehen. Und das ist dann nicht, wenn ich nur First Trap posten könnte, ich nicht vielleicht irgendwelche Website. Aber that's it. Das ist natürlich, ne, du Ausland-technisch, viel mehr aus, nicht viel, mehr, ich meine, Statistiken, wir sind auf WordPress. Das heißt, wir sehen auf die Vote Leute gucken, das ist aber ziemlich international. Da das halt, was wir merken, Christians aus Bulgarien, das ist von ihnen etwas shared. Da sehe ich, ah ja, da sind viele Leute aus Bulgarien, die da zum Beispiel gucken, oder auch amerikanische Leute, weil es auf der Uni, aber folgst mal viele internationale Leute, die auch keiner ist. Das heißt, die wissen international, das ist natürlich gut, in dem Sinn, dass man dann auch amerikanische Leute und so weiter so führen. Was geht denn das machen für den Support? Willst du ein bisschen mehr? Ja, das tut natürlich schon mal gut, weil der Halt ist wirklich am Hintergrund. Das ist gut für die Leute, weil ich wusste noch nicht, wie viel ich kennengelernt habe auf Twitter, dass du überhaupt etwas wird. Ja. Weil ich selber mit Englisch wirklich früher auch selber schreibe, nicht wirklich stark Poesie. Aber ich wusste auch nicht davon. Und ich fand wichtig, dass ich ein bisschen mehr Awareness, weil ich so nicht vermacht bin, der verkauft ja nicht. Also, das ist nicht, dass ich irgendwann absolut umdrehen. Und wir wollen noch nicht gewonnen. Dass ein Plattform du hast, wenn du junge Leute, die 15, 16 sind, dann denken, hey, Englisch ist etwas für mich,
du hast ihn aus Lützebusch, den hat den ganzen Prozess schon gemacht mhm. und die bringt einem etwas gratis bei. Ich meine, das ist genau, ja. Das ist mehr ein Urlaubsstall für Leute. Und das ist nicht, dass wir ein mega Repertoire und 100 Sachen mit, aber so, es geht wenigstens. Es sind irgendwie, ob es in meinem Kopf sieht, wir hatten zum Beispiel, also vielleicht ein bisschen komisch, weil ich mit so einem Lützebuer Counter-Strike-Cup, den ich auch mit einem Kollegen dann auch gemacht und dann haben wir die erste, dann die zweite, und so die dritte Lützebuer Lan noch mal moderiert. Mhm. Das heißt, wir hatten da so ein 200-300 Spieler, die dann einfach so tun, hi, und dann der E-Sport LU hat mich da kontaktiert, kann man Werbung machen. So Sachen, die dann natürlich entstehen, ist das immer top, weil das tut keiner gemacht, aber das geht auf jeden Fall in Urlaubsstall, dass Leute wie du oder andere Leute nicht kommen und so, hey, was denn du, kein Mann, ich weiß nicht, ich schon eine Flame, aber ich miss vielleicht auf Instagram seit man und irgendwie so die Hashtags da benutzen. Mhm. Ja, das ist aber das Vermachte, weil ich wirklich schön von einem Projekt ist, wirklich, dass es hilft. Ist. Mhm. So groß, dann kann ich vielleicht viel lesen oder die anderen Programme. Ich halte das Leute können da gucken. Ich finde auch ganz wichtig, dass ich Poesie, zum Beispiel Englisch, heißt Poesie ohne schon der Jugend nicht so viel vertraut gesehen. Das ist gut, wenn ihr als Jugendlichen seid, dann aber nur nicht 50 aus. Das möchte ich ein bisschen motivieren und Leute an den ihren 20er, die so Sachen vertreten. Ich habe genau den Standpunkt geholt, weil ich war 16, ich war glaube ich 13 oder selbst. Und mein Bruder Lehrer hat Albatros gelernt und ich konnte auf Strahl kotzen. Ich habe so dickel als Kopf gefunden. Ich habe nie verstanden, weil ich ihn irgendwie kennt geben und, bon, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich eine Person müsste überzeugen, weil ich müsste jetzt nie Kur halten. Ich habe auch eine Kur gehalten für seitdem ich war Hamlet. Das sind die ganz gut. Das ist die 16, 70 mal Hamlet. Keine Ahnung. Und, dann habe ich gedacht, okay, die sind da ungefähr den Alter, wo ich habe. Was kann ich denen erzählen, für sie zu rapprochieren? Das sind, weil ich will ja den Extrem, den David von 16, den sagt, du so viel Scheiß, den will ich erzählen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich so einen Rapport von einem Minoka bringen an einen anderen Approach, weil ich fand, dass viel, wenn du das verstehst, wenn du die Chaine den verstehst, kriegst du eine andere Appreciation dafür. So, das ist zum Beispiel klassische Musik, wird ja doch viel am Anfang, was what the fuck. Und dann wirst du ein guter Prof, der sagt, da ist der Druck, da ist der Dat. Und dann wirst du, okay, und dann da geht es. Also, es ist ja schon mehr, wenn man am selben Alter ein bisschen selbst Probleme hat, wie in die Poesie lesen, mit 50, dann hat andere Probleme. Und die bezieht halt ganz anders. Ich weiß, wenn ich Poesie lesen oder verschiedene Lieder lesen, ich beziehe die auf mein Leben. Und ich meine, dass das der größte Unterschied ist, dass Jugendliche heutzutage andere Probleme haben, wie 1870 an. Ich fand aber verschiedene Probleme, die sind aber zeitlos. Und natürlich, dafür hast du ja auch so, nur mit dem ganzen Social Media und alles, du siehst, dass du eigentlich los bist. Die Bestselling Books, es sind natürlich 14 Jahre alte Probleme. Und dann ist Heinz, du warst ein bisschen so, oh, denn du wie ein Herzschmerz. Mehr. Ich meine, dass verschiedene Thematiken und verschiedene Sachen, wie du das beschreibst, dass so zeitlos läuft oder Heartbreaks, was auch immer, oder Freundschaft. Weißt du, das sind aber Sachen, die. Mein Ziel ist einfach, dass du dich selber kannst raufversetzen ein bisschen. Ich schreibe nach etwas, wie ich es empfinde, wie ich meine, wie es richtig ist. An einer Menge Post gehe ich auch immer so 50%, 40%. Ich gehe so Danke ausstehen. Mich schon die Leute auch immer aus sich, als du etwas zu lesen. Du denkst dir, okay, ich kann mich selber da projizieren und da wirst du mehr Emotionen verschaffen oder wie auch immer es das nennen. Das ist das Ziel auch von. Genau, das fand ich mir einfach gerade bei einer jungen Generation ja? zu den Texten, dass ich zu identifizieren, das wie die Apps mir alles. Oder halt eine neue Sicht drauf, also wie so einen ganz alten Text, wenn du nur eine nette Generation mit den Erfahrungen, die du in der Welt hast, die eine andere Sicht drauf bringst. Ah, ja. Denn dort Approach zu den alten Texten ist anders wie ein Prof. Den das anders gesehen und den anders geliefert wird, wie weißt du zu verschiedenen Texten hast. Ich meine, ja, das Wichtigste, ich meine, ich weiß, dass du Leute Sachen mir bringst, weil gerade viele Leute sagen, das ist alt, das ist nicht relatable, und dann hast du schon direkt eine negative Ausstellung. Nee, ich kann mich erinnern, aber für jeden, der nicht Literatur studieren, also ultra froh ist, Literatur studieren zu. Homophaber, Faust, irgendwie, du kannst du Sachen rausholen und sobald sie irgendwie relatable müssen, das ist kann ich so ein Seelendualismus, mehr, was du sprichst, musst du das nicht auch ein bisschen umnehmen. Und dann warst du immer so, okay, ich verstehe, das was sie mir so wollen, hinhält das, natürlich hat sie keine Technologie, kein Handy, nicht, mir nur eine Thematik, die ich irgendwo verstehe und ich kann mich so selber draus setzen und irgendwie habe ich sie rausziehen. Der provoziert den Zufall, wo Homophaber ist, zum Beispiel etwas,
voor soorten nodig leven is in Brazil. Hmm. Oké, okay, ja. En dat is wel egal wie dat geschreven wordt in het Netflix. Genau. Genau, dat was triest, weil het vooral dan als Jugendperson durchsteht van het leid. Ja, is dat meer accessibel? Genau, ze willen het echt da ungeven, zoals wie Luftlein 50, 50, genau datzelfde steht. Ja. Ik heb het echt da un, wanneer je den dan beste meer in ihrer Generation wie dan niet nu brengt, dat ze dan toch etwas brengt. Dat is net wirklich cool, zo te schrijven. Wahrscheinlich. Dat is niet zo den hip dingen, weißt du, wann ze lo. Ich fand, was die Dixon hier letzte Woche gehört habe. Ich gebe schon auf momentan Musik, was wir haben. Und das ist auch besser, weil nur die ich kenne Jahre, meine Meinung nach, kannst du das lauschen. Und aber so, oh, du kannst es am Radio lauschen. Mhm. Am Radio. Ha, gar nicht. du kannst es auf Spotify lauschen mit dem Kabel. Und dann unterstützt du natürlich den lokalen Spotify-Artisten. Und du kannst am Auto lauschen bis Hand hin, und das ist cool. Weißt du, dass du die erste Kehr in der Jahre. Dass das wirklich etwas kann, du kannst Shoutout und Dasha natürlich, die Bruce. Weißt du, ich kann mich noch erinnern, sein erster Auftritt, ich war per Zufall auch mit ihm da, ich und mit Mutual Friends. Und ich bin näher gegangen, aber so, oh, das ist der. So ein kleiner Freestyle von Asher Kiff. Ich bin so, ich bin nicht gekannt. So, das ist Bass! Und dann ist auf der Bühne gesehen, also, das ist nach mir Bass, das ist nach mir Bass. Weißt du, am Anfang war es aber dann immer darstellen und so, aber das ist so gut. Beim Kim, beim Bandanarbeiter, das Schlimmste. Da habe ich mich wirklich gefreut. Zum Beispiel die Tackle-Line, top. Du fliegst an Tackle. Weißt du, hat nie eine Idee von denen Tackle gespielt. Natürlich, ich kann es nicht zufrieden, was ich ein bisschen fahre. Bang-esque-Fan, musst du auch nicht sehen, musst du nicht zufrieden gefallen. Aber die Leute sind da so frisch, dass sie zu dumm sind, nicht zu verstehen, nicht mit Teilchen verstehen und da so eine starke Meinung haben. Weißt du, ja, das ist total wichtig. Ja, und dann denke ich mir so, du hast den Döbelvergang nicht verstanden und du warst so, guck wie dumm ich das, ich bin so nicht verstanden, wie ich dick den hier sehe. Und dann ist es mir gemerkt. Naja, also so, du qualitativ wirklich viel du hast, ein paar Rapport zum ganz jungen Jahren, du hättest aber Musik gleich erkunden, die nicht lauschen. Und wie warst du überhaupt Druck gekommen? Du hast sogar keine Ahnung, wie du drin hast. Wenn du den Song hören hast, hat es so komisch geklungen, plötzlich, dass an der Schmeiße sind halt so perfektioniert, sie fuhren, Bruce, Malaga, alle guten Dinge. Ja, der Tonner, weißt du, das war dann okay, ihre Pop, das war dann etabliert, und Junge war dann ein bisschen, ah, okay, ist das eine Musiker für mich, das ist ein bisschen wie. Ich weiß zum Beispiel die Partylieder, weißt du, das ist dann okay, mit da geht auch der ganze der Spektrum geht immer mehr. Und zum Beispiel Francis of Delirium, den Luca hat irgendwie Mastering von ihnen gemacht. Ich kann ja nicht sehen, dass ich muss Kollegen haben, die anderen Kollegen mastern auf Instagram Werbung dafür machen, dass ich was fand. Das ist ein bisschen eine Sauerei. Das ist ein bisschen, weil wie oft habe ich dann irgendwas schreit, blöd ihr sind da posten, dass mich gut interessiert oder irgendwas für 20 Jahre ihr seid ein Hund. Weißt du, dann musst du nur forschen, dass ich irgendwas fand. Und dann könntest du auch wo war der mein ganzes Leben? Ist das top? Und plus, die sind ja immer Plöpse, die 20 Jahre in der Schule, weißt du, die lange sich schon Musik machen und schon noch. Sie fühlen auch recht für eine 2, 3, 4 Jahre und etwas vor von denen. Ja. Die meinen ja schon einfach 10 Jahre oder so. Also, ey, ich fand mal mit dem Ton an einem Gitarre-Skull. Ich habe gestern mit dem Ton, genau, ja, ja. Aber das ist so, weißt du, natürlich, dass immer Interesse du viele Leute machen Musik. Ich meine, gerade letzte Woche, ich musste dir vorstellen, wir haben mal vielleicht ein bisschen bei, vielleicht von Aschim. Du bist mit allem groß. Ich kann es mir nicht erzählen, dass wir dann kapverdianisch Influencer, ich rappe da vielleicht ein bisschen mit kapverdianisch auf so Französisch, aber das ist das, mehr Asch, wie sonst irgendetwas. Wir haben so viel Input, so viele Kulturen, die zusammenkommen. Du kannst mir nicht sagen, dass du nicht insane kannst, ganzheitlich shit. Aber dafür braucht man Leute wie ich, die ein bisschen etwas machen, weil das ist ein bisschen eine Frage da. Das ist schwer. Vielleicht bin ich auch zu dumm, für ordentlich Urlaubstellen zu fahren. Das bricht mir ein bisschen das Herz, dass man so viele Leute die Sache machen, auch wenn es vielleicht nicht der Beste ist oder was auch immer. Aber Gilfried muss aus der eigenen Tasche so ein Netzwerk machen, weil andere Leute nicht machen. Das ist so wenig, wollte ich hier, weil er die Plattform aufbaut schon ein bisschen vorher erklärt. Das alles ist zentralisiert. Dass ich weiß, ich höre schon plötzlich Musik oder so News, Jugend. Wir haben das Fotografie. Du hast die Seite von finden, da hat alles, was die Jugend so mischt, regruppiert auf einer Platz. Dass ich du einen Platz pushen kann und dann mal da pushe ich wieder rein. Also solo wirklich genau. Das ist selber nicht, ob alles hat nur Werbung oder Pushing, ja, das ist alles auch Non-Profit. Ja, das ist wirklich viel, dass jeder reden nur verdient, dass Artisten, die kriegen dann Reputation. Dass jeder gewinnt, also, weil je mehr ihre Reputation sie kriegen, je mehr Lieder machen sie. Und ich lausche schon all Tag, Lux-Rap, ich lausche schon all Tag. Ich sage ihnen auch gerne etwas zurück, weil sie machen alles für leicht.
Mensen geen, want toen hebben we het eerste ding dat ik een playlist gemaakt. Just wat schmengen. En dan brengen twee Leute, die op het raus, kutfleisch is per duizend mol geluisterd. Meer procentueel is dat schon mee wie man mengen. Maar dan guckt ze jedenfalls Leute, die dan neue Releases van deze Woche. En dan geniet wie zo'n Südsudanische Flütenspieler hier herbeigekocht, weißt du? Nee, ik was echt. Weißt du? En dan, hi, leeft wat? Dat is goed. En dat is gewoon niet wie zo'n. Dat is einfach für. Dass du nur so kannst, oh, das ist Lützburg. Und wenn es auch nicht, wenn es auf Französisch mit Axon gerappt ist, von drei Ausländern, oh, das ist auch Lützburg. Das ist genauso Lützburg. Das ist einfach den Potpourri, den wir haben. Und wir brauchen einfach Urlaubsstellen. Was ist das? Voilà, das Intro, was ich noch zuvor noch was planst du noch im Studium? Hörst du schon klein? Wie lange hörst du noch? Wenn alles gut geht, dann hund ich noch ein Semester, dass mein Master fertig. Bisschen wack nur am Covid, ne? Das ist so Studentenerfahrung, das ist nicht wirklich stark. Das ist nicht, dass ich mega Party da im Kontrast, das ist, ich mache das Semester noch fertig, vielleicht mache ich einen zweiten Master, einfach jetzt so. So, du hast mal Jura geholt, ich will mal da noch zurück, weißt du. Aber der Plan war, Master fertig zu machen, Konkurs machen und dann noch aber für Prof. Ich hatte Chance von der Uni LU, Shoutout auch bei mir. Ich meine, klammer da nur. Und die Uni LU, die das auch Möglichkeiten in gut Kuren zu holen für Richtung Prof. Und also eine Varietät geht auch und Approchen. Für das wir es gut gucken können. Und ja, ich merke das meine ich auch für mich. Und ich habe auch Lust darauf. Und ja, gucken wir. Kann auch sein, dass ich schon, ich kann nicht arbeiten, nur zu Janisch, dann der Prof, Ausland vielleicht ersetzen, nicht schön sein. Nein, Prof, das ist eine gute Richtung. Auch den Tunnel durch Pädagogie, mit dem ich auch ganz viel für die Jugend. Ich meine, so Leute brauchen wir, die als Jugend pushen, am Prof-Bereich. Denkst du vielleicht Bücher oder etwas rauszubringen? So, also geschrieben sind das schon zwei oder drei. Nee, dass du sagst, ein Buch ist, das ist ein Döppel. Ne? Also, das ist nicht von heute auf morgen. Ich, wie gesagt, ich habe hier erwähnt, mein Flame, wo man vielleicht selbst zusammen machen, die steht da, kann sein, dass es eine kleine so Poetry Collection gibt. Da schon hin und dann kennt ihr auch. Vielleicht sind best auf Leute, die Sachen rausschicken, wenn die okay sind. Mühen, verschiedene Sachen wirklich schon rausgeschickt, die wirklich top. Also wirklich auch für mich junge Leute. Und du merkst das Interesse und Understanding da. Das ist Fleisch an der Zukunft. Ich schaffe gerade in einer. Weißt du, wenn du ein Examen holst, dann müsste alles außer zu lernen und zu schreiben. Ne? Die Schüler haben auch eine Short Story gefangen, vielleicht willst du die rausbringen, das schießen nicht. Mehr spezifisch nicht. Ne? Mhm. Ja, der Prozess ist schon maximal befreundet, pro Jahr. Ich weiß auch, wie der Prozess für seine Bücher rauszubringen. Das letzte, wo ich nicht verrehe, kann ich nicht verrehen. Ja, der Prozess für seine Bücher überhaupt rauszubringen. Ich habe Kurzgeschichten noch geschrieben, noch rausgeschrieben. Und das ist definitiv als Collection, das wäre ganz interessant. Man von vielen Leuten, dass ich ein bisschen weiß, so heute Lützburger Englisch, Poesie, Made in Luxemburg. Bist du auch, dass es einfach irgendwie so ein Ding geht? Ah ja, das heute noch. Bei Black Fountain Press, ich habe Chancen. Die das schafft, die waren Prof von mir früher, also immer froh, wenn ich sie gesehen habe. Wir hatten schon Urlaubsstellen, Musik gucken. Aber ja, also fand nicht, ich meine, das wäre cool, aber so etwas. Auch dann einfach so, hey, guck schon, ich hab's gemacht. Ich meine, das wäre froh, aber ja. Okay, super, dann meine Schuhe. Ich verlinke den Sachen alle natürlich beim Interview dabei. Ja. Wenn ich ein Interview habe, auch Poesie, super Community, junge Leute. Ja, wir, noch so ein, wir können das nur in die Website checken, aber wir nur so ein Submit-Form. Okay, das heißt, wenn ihr etwas will, oder auch von mir als Feedback. Zum Beispiel, wenn ihr etwas rausschickt, dann können wir sagen, hey, können wir dafür einen Artikel benutzen, für das, was vielleicht zu zoomen, durchgehen. Ich meine, dass wir zu lernen, dass wir etwas zu sehen und dass wir zu partizipieren. Und das ist dann der Trifecta, wo ich mir denke, so, okay, ja. Okay. Vielen Dank, danke. Sehr, danke. Wirklich.